Moin Freunde, ja, es ist lange her, dass ich mich mal wieder gemeldet habe. Ich befinde mich hier gerade eben am Wasser. Und zwar, ich habe mir ein neues Boot gekauft. Ich zeige euch das ganze Boot jetzt einmal und dann würde ich sagen, ab damit aufs Wasser. Ja, bei dem Boot handelt es sich um ein Sit-on-Top-Kajak. Es ist aktuell noch dreckig, aber ich dachte mir, ich putze es dann erst, bevor ich es vor dem Winter einlagere. Ich habe es ja erst gekauft. Hier vorne haben wir eine Luke, wo man kleineres Gepäck verstauen kann, was man nicht verlieren möchte. Diese Luke ist aber nicht wasserdicht oder halt nur Spritzwasser geschützt. Ja, hier haben wir solche Stopfen, die kann man rausziehen und dann kommt da Wasser rein. Das ist zum Beispiel zum Wildwasserfahren, damit das Wasser aus dem Boot direkt wieder rausgeht. Ja, dann haben wir hier eine Angelhalterung, hier auch, da auch. Brauche ich aber alles nicht, weil ich nicht angeln werde mit dem Boot. Dann habe ich hier eine Getränkehalterung. Hier ist noch einmal ein kleineres Fach zum Verstauen, wo man zum Beispiel das Handy reintun kann. Hier in den beiden Halterungen werde ich noch einen Sitz dran machen mit einer höheren Rückenlehne. Und hier hinten haben wir auch nochmal zwei Angelhalterungen und eben das Gepäckfach. Genau, das ist das ganze Boot. Ich würde sagen, ab damit ins Wasser. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, das Boot ist im Wasser und ich würde sagen, nicht mehr lange labern, sondern direkt rein da. Ja, heute konnte ich nicht so viel mitfilmen, weil ich muss mich heute erstmal mit dem Kajak vertraut machen. Und bin ich weitergefahren und habe dann festgestellt, oh, da geht es doch weiter runter, als ich dachte. Also das sind so richtige Stromschnellen. Ich zeige euch das gleich mal. Das Boot ist auch schon extrem dreckig geworden. Ja, also in dem Wasser, das ist zwar nur knietief, aber das ist mir trotzdem zu gefährlich. Erstens zerstöre ich dann nur mein ganzes Boot. Und zweitens sind meine Fähigkeiten, würde ich sagen, nicht so gut, dass ich sowas fahren kann. Es können vielleicht Profis fahren, die jahrelange Verein sind und die da auch abgesichert sind in gewisser Weise. Aber ich traue mir das einfach nicht zu, muss ich ehrlich zugeben. Genau, deswegen werde ich die Boots-Tour für heute abbrechen. Es war eh nur eine kleine Testfahrt. Und im Sommer dann, beziehungsweise jetzt auch im Winter, werde ich vielleicht noch ein, zwei größere Touren machen. Mit dem anderen Kanu, das habe ich auch noch, habe ich ein Video schon gedreht. Das muss ich aber noch schneiden. Und das kommt dann eventuell auch irgendwann im Winter raus. Genau, aber ich würde sagen, bevor wir weiter labern, holen wir erstmal das Boot aus dem Wasser. Nicht, dass das gleich hier unter uns, hinter uns im Video auftaucht. Ja, also zusammenfassend kann ich sagen, das Boot ist auf jeden Fall sehr schön. Es liegt sehr schön im Wasser, es ist sehr kippstabil. Ist auf jeden Fall ein richtig tolles Boot, wenn ich sage, ich fahre jetzt am Sommer oder so abends noch eine Runde oder ich fahre eine Tour alleine oder mit einem Freund. Das Boot ist halt eben ein Einsitzer und es ist ein Sit-on-Top. Das ist tatsächlich sehr praktisch, weil wenn ich mit diesem Boot kenter, kann ich halt einfacher aussteigen als bei einem geschlossenen Kajak und ich habe halt hier auch viel mehr Beinfreiheit und kann auch mal sagen, ich lege mich jetzt ins Boot rein. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Es ist ein sehr tolles Boot. Für einen guten Preis habe ich es gebraucht gekauft. Und ich denke, ihr werdet noch einiges von mir
mit diesem Boot sehen. Weil ich muss sagen, mein Kanu ist auch toll, da mache ich mit Freunden Touren, aber mit diesem Sit-on-Top-Kajak habe ich jetzt viel mehr Freiheiten. Ich kann es einfacher um Wehranlagen herumtragen, ich kann es einfacher mit dem Auto transportieren, weil mein Kanu ist halt 5 Meter lang und das hier ist halt deutlich kürzer und es macht schon einen gewaltigen Unterschied. Das heißt, ich kann sagen, ich fahre mal irgendwo im Altmühltal oder ich fahre auf der Donau, auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal, irgendwie sowas. Das könnte ich halt mit dem Kanu schwierig, da müsste man schon zu dritt sein oder so, weil zu zweit das ständig umtragen, das ist sehr anstrengend. Ich habe im Sommer mit einem Freund eine Tour gemacht, deswegen spreche ich da aus Erfahrung. Ja, ich hoffe, obwohl du heute nicht viel sehen konntest, dass es dir trotzdem gefallen hat. Und ich melde mich auf jeden Fall demnächst wieder, denn es wird eine Wintertour geben. Und in der Jägerhütte hat sich auch einiges geändert. Bis dahin, ciao.